Wir haben mal wieder was Neues aus dem Hause Sony. Drei Objektive diesmal aus der G-Serie und zwar das FE 24mm 2.8G, das 40mm 2.5G und das 50mm 2.5G. Bei den drei Objektiven, wie ihr schon seht, geht es hauptsächlich darum, klein, leicht und kompakt zu sein. Was die drei Objektive können, das erfährst du in diesem Video. Wie gerade im Intro schon erwähnt, geht es bei den Objektiven hauptsächlich um klein, leicht und kompakt. Alle drei Objektive haben ungefähr dasselbe Gehäuse. Von der Größe her sind sie gleich. Das heißt, wir haben ein 6,8 x 4,5 cm großes Objektiv mit denselben Filterdurchmessern, mit denselben Abmessungen. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist das Gewicht. Die sind leicht unterschiedlich schwer. Das heißt, das geht von 162 Gramm bis 174 Gramm. Je nachdem, welche Optik, weil unterschiedliches Glas natürlich verbaut ist für die unterschiedlichen Brennweiten, aber ansonsten sind die identisch. Wir haben wie gewohnt unseren Autofokus-Manuell-Fokus-Switch natürlich, unseren Autofokus-Hold-Button, den wir aber auch customizen können, das heißt, wir können da irgendeine andere Funktion drauflegen, wenn wir mit einer Sony Alpha fotografieren. Wir haben die D-Click Aperture, das heißt, wir können im Videobereich die Blende sehr smooth verstellen, ohne einzelne Stufen, also stufenlos. Ja, ansonsten haben wir noch den Blendenring und den Fokusring natürlich. Der Fokusring sitzt ganz, ganz vorne am Objektiv. Das kann, ich glaube für manche Leute mit einer, wenn die Gegenlichtblende drauf ist, kann das sehr ungewohnt sein, dass der Fokusring so weit vorne ist. Da muss man sich aber dran gewöhnen bei so kleinen und leichten Objektiven. Wichtig beim Gehäuse, das Gehäuse ist auch noch aus Metall. Das heißt, wir haben hier eine sehr gute Verarbeitung und vor allen Dingen eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit der Objektive gegen Kratzer, Brüche und so weiter. Wir haben denselben Objektivdurchmesser vorne, das heißt den Filterdurchmesser. Das heißt, wir können einen Filter kaufen und auf allen drei Objektiven zum Beispiel nutzen. Wir haben auch dieselbe Gegenlichtblende beim 40 und beim 50mm. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die geht nach innen für Leute, die das noch nicht kennen oder noch nie gesehen haben, ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube auch da gewöhnt man sich schnell dran. Wie gesagt, dieselbe beim 40 und beim 50mm, das 24mm hat eine leicht andere Gegenlichtblende, weil der Weitwinkel da sonst schwarze Ränder im Bild haben würde, deswegen haben wir da eine andere Gegenlichtblende, die passt aber auch auf die anderen drei Objektive drauf, das heißt, wenn einem die zu hässlich sind, kann man auch die nehmen. Kommen wir mal zum Schärfevergleich. Die drei Objektive, wie gesagt, aus einer Serie ähneln einander sehr stark vom Bild her, als auch jetzt eben von der Schärfe her. Wenn wir da mal reinzoomen, ich habe einfach eine Wand fotografiert mit allen drei Objektiven, mit der gleichen Belichtung, um mal zu schauen, wie scharf sind die Objektive. Gibt es vielleicht Unterschiede? Ist das 50mm schärfer als das 24er zum Beispiel? Und was man hier sagen muss, wenn man mal ranzoomt und die drei miteinander vergleicht, sie unterscheiden sich kaum von der Schärfe her. Das heißt, sie sind alle drei gleich scharf. Es ist wirklich überraschend scharf für so eine kleine Optik in den Randbereichen. Das fand ich sehr schön. Außerdem muss man zwar sagen, eine Vignettierung ist da, auch wenn ich jetzt hier mal in den Himmel fotografiert habe zum Beispiel, da sieht man auch, Vignettierung ist vorhanden, hält sich aber auch tatsächlich in Grenzen. Auch da war ich relativ überrascht, wie gut die drei Objektive performen. Großer wichtiger Punkt, chromatische Aberration. Da war ich ein bisschen überrascht tatsächlich, weil alle drei Objektive sehr gut performt haben. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Wenn man jetzt hier mal reinzoomt, also chromatische Aberration, um es kurz nochmal zu erklären, das sind so Farbsäume, die bilden sich am Rand von dem Objekt, wenn man ins Gegenlicht fotografiert zum Beispiel. Und da performen die drei Objektive auch sehr gut. Wir haben hier kaum chromatische Aberration. Ich habe das Gefühl, dass die da ein bisschen unterschiedlich sind untereinander. Das ist jetzt aber ein sehr unwissenschaftlicher Test, den ich da gemacht habe. Kann auch sein, dass einfach der Fokus leicht anders lag und deswegen die chromatischen Aberrationen leicht unterschiedlich aussahen. Ansonsten performen die da auch wirklich sehr gut. Das Bokeh, man sieht, wir haben hier relativ wenig Glas drin. Das Bokeh ist in Ordnung, sieht schön aus für die Größe, was die Objektive jetzt haben. Natürlich sieht ein 50mm 1.4 deutlich besser aus im Bokeh, aber da muss man natürlich auch den Vergleich ziehen. Das ist jetzt eine ultrakompakte 2.5er Blende. Dass das nicht das weichste und schönste Bokeh ist, ist zu erwarten. Ich fand es aber trotzdem im Vergleich zu anderen kompakten Objektiven ein sehr schönes Bokeh
Auch da wieder alle drei auch ähnlich bzw. gleich, je nach Fokusdistanz natürlich, aber auch da wieder sehr gute Performance. Wichtig ist natürlich die Autofokus-Performance. Wie schlägt sich der Autofokus bei den kleinen Objektiven? Wir haben auch hier wieder die dual-linearen Fokusmotoren von Sony, damit ja, der Autofokus schön weich läuft, ohne wirklich große Schritte zu machen oder hin und her zu schreiten. Dieses Focus-Breathing, wie man es nennt, ist hier kaum vorhanden. Der Autofokus performt wirklich gut. Ich glaube, das muss man aber auf längere Sicht sehen. Nach meiner kurzen Erfahrung jetzt heute bei den Tests, ja, die Objektive eignen sich tatsächlich auch für Video, auch im Fotomodus, absolut kein Problem mit dem Autofokus. Ich habe auch hier so einen BMX-Fahrer fotografiert unter der Rheinbrücke. Auch da, Autofokus hat da komplett mitgehalten mit der A7 R4, war kein Problem. Ja, aber kommen wir doch mal zu einem Fazit. Für wen sind die drei Objektive gedacht? Wen will Sony damit ansprechen? Ihr seht hier eine A7C und eine A7 R4. Die 7C mit dem 40mm, die A7 R4 mit dem 24mm ist ja aber auch egal, weil die sind ja gleich groß. Ihr seht aber hier direkt natürlich schon, ja, die Objektive sind wie für die A7C gemacht. Also es passt perfekt von der Größe, auch vom Gewicht ist das Ganze ein Gesamtpaket, was man ja angenehm mit sich rumtragen kann. Wenn man da jetzt noch eine Handschlaufe dran hat oder so, dann kann man das natürlich überall mit hinnehmen und ist ultra kompakt und man hat trotzdem den Vollformatsensor, man hat trotzdem die offene Blende von 2,5. In dem Fall des 40mm. Und wir haben sehr, sehr scharfe Bilder am Ende dann ja, in der Ausgabe. Wer also eine A7C hat, wer viel Street Photography macht, wer ja, viel auf Reisen unterwegs ist und mal gerne eine Festbrennweite mitnehmen möchte oder so, unbedingt mal diese drei Objektive angucken. Wir haben noch keinen Preis, der ist noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt hier aufnehme. Ich verlinke aber hier oben mal die Objektive bei uns im Shop. Da könnt ihr mal gucken, was die aktuell kosten. Es gibt bestimmt auch Sets, die ihr euch mal angucken könnt mit der A7C, falls ihr noch keine Kamera habt von Sony oder noch keine A7C habt und mal mit einer A7C liebäugelt. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten, wenn wir jetzt von der Zielgruppe reden, wie gesagt, Street Photography, Reise, vielleicht aber auch Hochzeiten, kleine, kompakte Objektive auf einer kleinen, kompakten Kamera sind für Hochzeitsfotografen natürlich wunderbar als B-Cam zum Beispiel, als zweite Kamera. Aber auch im Videobereich, auch um die Kamera mal auf den Gimbal zu werfen oder so mit einer Festbrennweite. Auch da, der Autofokus, der kann das ab, also der hält da absolut mit. Auch dafür natürlich sehr, sehr interessant. Jetzt interessiert uns natürlich eure Meinung. Was haltet ihr von den drei Objektiven? Seid ihr der Typ leicht und kompakt oder eher so, nee, ich nehme Objektive mit, wie viel ich will und das ist mir egal, wie groß und schwer die sind? Schreibt es mal gerne unten rein. Wir hoffen, euch hat das kurze Video über die drei neuen Objektive von Sony gefallen. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Unten in der Videobeschreibung sind unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, unser Podcast zum Beispiel auch verlinkt. Da gerne mal vorbeigucken. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder.